Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total War Warhammer 2 mit der Kampagne Alariel der Strahlenden mit dem DLC The Queen and the Crown. Ich habe dieses Spiel schon ein bisschen im Voraus von Creative Assembly erhalten, um es euch schon mal vorstellen zu können. Nur zur Info, deswegen sind wir hier schon vorher dabei. Leider ist mein Computer vorher abgestürzt, deswegen sind ein, zwei Runden verloren gegangen, in denen ich meine Siedlung ausgebaut habe. Und ich bin hier tatsächlich schon am Phönixtor vorbei und bin gerade dabei, die Stadt, wie heißt sie, Tor Anlek zu belagern, in der sich eine große Streitmacht der Dunkelelfen befindet, die sie jetzt ausbrechen will, weil sie denkt, sie hat eine Chance gegen uns. Und wenn man sich so ihre Armee ansieht, dann würde ich sagen, ja, diese Chance haben sie. Ich habe übrigens herausgefunden, warum diese Zofe hier so gute, hohe Werte hat. Das werde ich euch nach dem Video, also nach dieser Schlacht zeigen, die hoffentlich sehr, sehr spannend wird. Ich habe auch eure ganzen Kommentare gelesen. Finde ich schön, dass ihr euch freut, dass wir hier eine Hochelfenkampagne starten. AM Commander hat sich über dieses Let's Play gefreut und lange darauf gehofft. Und Master Blaster erwähnt, dass man immer mit einer Stadt anfängt. Und ich froh sein kann, dass wir hier eine Hauptstadt haben. Ja, ich bin halt nicht ganz so up-to-date, wie die ganzen Kampagnen funktionieren, weil ich mich ja normalerweise auf, die Magie sieht ganz gut aus, auf die Multiplayer-Schlachten konzentriere. Deswegen bin ich nicht ganz so, so gut darin zu wissen, was in den ganzen Kampagnen, die es gibt, probiert. Was in diesen ganzen Kampagnen so passieren kann. Gut, wie stellen wir uns auf? Wir stellen uns eigentlich relativ standardmäßig auf. Wir haben das Glück, dass die Gegner in zwei Hälften auf uns zukommen. Das heißt, wir müssen das nutzen und so schnell wie möglich unseren Gegner, die erste Armee des Gegners überrennen, bevor die andere kommt. Und wir müssen auch hoffen, dass er seine zweite Armee, dass er seine erste Armee nicht irgendwo hier hinten aufgestellt hat, sodass sie gleich beieinander sind. Magiemäßig sieht alles ganz gut aus. Ich denke, wir müssen hier nicht viel machen, als den Gegner auf den Gegner zulaufen, ihn flankieren und nach Möglichkeit von den Seiten oder von, ja, mit unserer zahlenmäßigen temporären Übermacht überrennen, flankieren und mit Bogen beschießen. Wir können uns auch heilen und ein paar Schadensprüche machen, deswegen ist, denke ich mal, diese Formation hier in einer Linie ganz gut. Und wir starten einfach mal und wir sehen erstmal, dass wir gar nichts sehen, außer die gegnerische Verstärkungsarmee, die gerade von hier auf uns zuläuft. Hat sich unser Gegner etwa ganz im Wald versteckt? Kann durchaus sein. Aber es wäre ungewöhnlich. Oh, da ist er. Okay, da ist er. Gehen wir mal in diesen Modus und versuchen unseren Gegner vollständig zu überrennen. Sehen wir irgendwo die Schatten? Vor denen müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und er beginnt zu schießen. Korsan der schwarzen Arche mit Handarmbrust. Okay, flankiert haben wir unseren Gegner schon. Das ist, denke ich, gut. Und wir können jetzt hier ein bisschen verteidigen. Unseren Damage Spruch reinhauen, ungefähr hier. Ich glaube, das kommt gut. Hier machen wir Hammer und Amboss. Und ich glaube, heilen können wir dann auch schon mal eine Runde. Unsere Bogenschützen schießen mal hier auf diese Dunkeldornen. Die will ich nicht haben. Und der gegnerische... Oh, wir haben die Jungs vergessen. Wir sollten schnell die Dunkeldornen... Oh, da sind die Schatten. Da sind die Schatten. Einige unserer Truppen haben leider schon Schaden genommen. Aber das ist okay. Schießen wir auf die Korsaren. Okay, die fliegen gleich. Perfekt. Perfekt. Wir haben die erste Armee unseres Gegners schon ganz gut erledigt. Leider blobbe ich gerade ein kleines bisschen hier durch die Gegend. Was nicht optimal ist. Wir schießen trotzdem weiter hier auf die Dunkeldorn. Wo ist die zweite Armee? Oh, meine Güte. Eine unserer Einheiten ist direkt in die zweite Armee rein. Oh, nein. Ah. Ah. Oh nein, unsere illyrianischen Grenzreiter sind gleich im Eimer. Unangenehme Situation. Unangenehme Situation. Nochmal heilen.
Oh, oh, diese Schrecke. Die sind im Eimer. Unangenehme Situation. Viele unserer Gegner sind vernichtet, das ist schon mal gut. Aber es sind noch viel mehr da. Okay, versucht mal hier rein zu schießen. Was haben wir hier, was wir kaputt schießen können? Versucht mal mit einer Salve die kaputt zu machen. Ihr geht mal in den Nahkampf. Du bist doch eine tolle Nahkampf-Königin. Hier machen wir Ham- und Amos-Manöver. Unsere Dryaden sind viel zu eingepackt hier. Ist nicht gut. Nächste Heilung, die hat nicht ganz so gut funktioniert, unglücklicherweise. Okay, aber das hat geholfen, damit die geflohen sind. Hier nochmal einen Schuss in die Dunkeldorn. Und wo können wir uns noch drauf fokussieren? Hier, Korsan der schwarzen Arche, mach die mal weg. Und ihr kommt bitte hier in ein Flankenmanöver. Greift die Schreckenstypen an und erledigt sie. Okay, hier Fokus Feuer jetzt auf die Korsaren. Und flankieren. Dann müssten die abgeräumt sein. Oh, wir haben ja wieder einen Damage-Spruch. Der sieht hier ganz gut aus. So, dann beschießen wir die Schreckenspeere noch, dass sie auch ja fliehen. In der nächsten Runde. Ja, okay, okay, okay. Komm, beschädigt sie. Okay, so weit, so gut. Okay, ihr lauft den hinterher, ihr schnappt sie. Das ist soweit in Ordnung. Handmaiden, der geht's auch noch gut. Hier fokussieren wir uns auf die Schreckenspeere da, hier auf die Dunkeldorn auf der Seite. Und unsere Gegner fangen an zu flüchten. Das ist gut. Ich glaube, das bedeutet, wir haben es gleich. Hier nochmal heilen. Verbesserte Nachladerate. Holen wir uns jetzt mal. So, und ihr seid auch fertig. Jetzt zerlegt die Dunkeldorn. Sie haben leider Schilde, aber gut, irgendwas ist ja immer. Hauptsache, wir überrennen die Armee dieser Dunkelelfen. Und ich würde sagen, das haben wir jetzt geschafft. Oder? Ne. Schatten laufen uns noch weg. Hier verfolgen wir jetzt unterschiedliche Einheiten, damit die nicht zurückkommen. Nächstes Ziel. Josephine Dalterion, Hybridwaffenspezialist. Läuft noch Einheiten hinterher. Das ist sehr gut. Ich glaube, das war's. 69 Kills, 75 Kills, 183 Kills. Das lässt sich doch sehen. Gut gekämpft, Leute. Ich hoffe nur, unsere illyrianischen Grenzreiter sind nicht völlig tot und können wiederkommen. Okay, ihr verfolgt hier. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, den Gegner ja kaputt zu laufen. Oh. Was ist das denn hier? Du bist doch so stark, mach ihn fertig hier, diesen Hybridwaffenspezialist. Du müsstest viel stärker sein mit 559 Waffenstärke. Mit Treffen tut sie nix. Jagt sie alle fort. Ganz schön viel Schaden genommen gerade, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so sehr. Oh. Oh. Oh meine Güte, was ist mit ihr los? Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Da schießt sie! Was ist denn los? Die hat doch 89 Nahkampfabwehr. Achso, weil ich sie gerade buffe. Das kann doch nicht wahr sein.
nein, das dürfen wir nicht ins... Nicht... Nein. Okay, okay, unser Gegner bricht. Unsere gegnerische Armee bricht. Gut. Meine Güte, fast wäre das gleiche passiert wie im Kampf mit Hellebronn, als wir unsere Hexenkriegerin, unsere Hexe, diese andere Hexe fast verloren hätten. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Komm, die Schatten wollen wir noch killen. Wir haben 53 Kills gemacht, die verdienen es, gefangen genommen zu werden. So, Shadowrider, gucken wir mal in die Kommentare rein, während hier alles lädt. Shadowrider freut sich über die Elfen. Chrisso hat geschrieben, ist er der Einzige im Umfeld, dass die Zofe 617 Waffenschaden und 92 Schadenbonus hat? Für eine Weile vermutlich schon. Wir werden jetzt gleich klären, warum das so ist. Ascopa fragt auch wieder, warum ich früher Zugang habe. Das ist, wie gesagt, weil ich von Creative Assembly eine Vorabversion bekommen habe. Lukas Helf feiert mich. Dankeschön, freut mich sehr, dass es gefällt. Auch die Dunkelelfen-Kampagne. Auch Marco Stampe fragte wegen dem DLC nach. Und die Antwort ist, wie gesagt, vorher, ich habe eine Vorabversion bekommen. Rekta schreit, er spielt seine Kampagne immer auf schwer, weil es ihn nervt, nicht speichern zu können. Ich muss persönlich sagen, nicht speichern können gefällt mir sehr gut, weil jede Entscheidung, die man dabei trifft, dann eben doch mehr Gewicht hat und man mehr aufpassen muss. Okay, wir haben Glück gehabt. Die illyrianischen Grenzreiter sind weggekommen. Und ein bisschen Beute machen wir auch. Oh, Feindesfluchwaffe. Bonus gegen große Feinde plus 8. Hm. Das ist ja ganz in Ordnung. Was nehmen wir? Plus 100 Einheiten Erfahrung für alle Rekruten. Na, brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Verstärkung 8%. Sehen wir mal, das ist jetzt nicht so signifikant. 8%, was ist das schon? Gegner ist allerdings fast völlig vernichtet. Oder wir nehmen das jetzt mal. Oder nehmen die 950 Gold. Die gegnerische Armee ist fast völlig vernichtet. Ach, nehmen wir. Nehmen wir das Geld. Nehmen wir das Geld. Ich stehe auf Geld. So, Hallenbad Hallo kommt Samstagabend angepisst vom Nebenjob nach Hause. Schaut auf YouTube und es gibt Kampagnenvideos und es freut ihn. Freut mich, dass dir die Kampagnenvideos gefallen. Das ist ein wichtiger Punkt hier. Ist ja klar, ist ja toll, Feedback zu bekommen, wenn das, was man macht, den Leuten gefällt. Macht es auch gleich viel mehr Spaß, das Ganze zu machen. So, was haben wir hier? Wir haben Toranleg leider nicht überrennen können, aber die gegnerische Armee ist sehr, sehr geschwächt. Die Frage ist, warten wir jetzt, bis unser Gegner ausgehungert ist? Das dauert noch 8 Runden. Das wäre ehrlich gesagt total doof. Das machen wir natürlich nicht. Hier werden wir auf jeden Fall aufleveln. Die Garnison ist momentan okay, das ist ja gar nicht schlecht. Wird noch viel größer. Machen wir, es gibt aber gerade gar keine Gefahr, hier überrannt zu werden, deswegen lassen wir es. Gebäude, die wir vorher, als ich die Jungfrau verloren habe, gebaut habe, war hier. Das Sägewerk ist bald fertig, Turm bauen wir aus und hier haben wir ein öffentliches Ordnungsgebäude, damit wir sicher gehen können, dass wir unsere öffentliche Ordnung, dass die positiv ist und nicht negativ sich entwickeln wird. Ansonsten ist nicht viel passiert. Wir nehmen noch den Säulengang dazu. So, damit wir auch sicherstellen, dass wir wirklich längerfristig im Positiven bleiben. Und das Festungstor bauen wir jetzt auch einfach mal aus. Dann kriegen wir nämlich, so wie es aussieht, noch einen Edlin dazu. Nein, wir kriegen Silberhelme dazu. Noch mehr. Was kriegen wir eigentlich dazu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Torwaffen, 2 Bogenschützen. Dreimal Speerträger, ein Elend, zwei, so viel mehr ist das eigentlich nicht wirklich. nur verbesserte Geschosse. Ja gut, ich glaube, brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier werden wir allerdings jetzt unsere Gegner gleich angreifen. Aber ich wollte jetzt sagen, warum die Zofe denn so gut ist. Die Zofe hat nämlich eine besondere Fähigkeit, explosiv. Ihr werdet gut beraten, euch stets gut mit dieser Kreatur zu stellen, sonst könnte es knallen. Die gibt ihr 70 Angriffsbonus, plus 10 Nahkampfangriff, plus 70% Waffenstärke, Nahkampfabwehr plus 10 und ermöglicht Flammenattacken. Deswegen ist sie dieses unglaubliche Monster. Wir können ihr tatsächlich einen neuen Namen geben. Einen Vorschlag dafür könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie wir sie denn nennen sollten. Unsere explosive Daltirion. Gut, wie viele Türme haben wir denn schon? Null.
Das ist nicht sehr viel. Einen dieser Türme... Oh, Moment mal. Wir können direkt das Gefecht führen. Ohne Türme? Also einen Turm, würde ich sagen, sollte man schon haben. Da würde ich die Dryaden reinpacken. Oder irgendwas anderes, um die Gegner abzulenken. Warten wir mal eine Runde, damit das hier fertig ist. Das sieht momentan nicht so aus, als hätten wir schon eins. Einen hätte ich schon ganz gerne. Gut, dann gehen wir in die nächste Runde. 2-2 oder II. Elfengrenzläufe, Bogenmeister, Präzision des Falken und der Hamster. So, schade, das ist alles ein Nahkampf. Ja gut, was ich gemeint habe, war, dass die Fähigkeiten der Zofe als Nahkampffähigkeiten sind. Jedenfalls kam das so vor, deswegen habe ich das gesagt. Ja, war auch vielleicht falsch, aber ich glaube, das war schon so richtig, oder? Es sei denn, das was anderes gemeint. Dann bin ich verpeilt, was ich nicht ausschließen möchte. Gut, sieht so aus, als möchte jemand einen Nicht-Angriffspakt haben. Gigalion. Mach doch mal ein Gegenangebot. Gib mir ein Handelsabkommen. Dafür kriege ich 275 Gold pro Runde. Und dann sage ich, okay, greifen wir uns nicht gegenseitig an. Fürs Erste. Oh, was gibt's hier? Ihr wollt ein Friedensabkommen. Geißel des Kain. Wie wär's mit Nein? Ja, ich glaube, Nein ist die richtige Antwort. Wie wär's, wenn ihr mir... Stattdessen, oh, nein. Wie wär's mit einfach mit Nein? Ja. Ja, das ist, glaube ich, die richtige Antwort. Oh. Oh. Da kommt das Haganeth, glaube ich. Gut, was gibt's Neues? Bau abgeschlossen, Sägewerk. Das sollte unser Handelseinkommen erhöhen. Die Bevölkerung ist leider unzufrieden, aber wir können neue... Okay, nicht wirklich viel mehr bauen. Gucken wir mal kurz in den Handelsbildschirm rein. Wir exportieren alles. 320 Gold und importieren einige Sachen. Und ein paar Leute mögen uns nicht. Nun gut, auch nicht so wichtig. Rebellion, Unzufriedenheit ist leider noch da. Irgendwann müssen wir zurück und eine Elfenrebellion niederschlagen. Das ist ja unangenehm. Genau, da habe ich gemeint, dass diese ganzen Fähigkeiten alles Nahkampffähigkeiten sind für unsere, eigentlich dachte ich, also Fernkämpferin. Aber sie ist ja keine Fernkämpferin, weil, wie wir sehen, ist sie extrem gut in Nahkampfangriff und Abwehr und der Pfeilangriff ist so eher so ein bisschen meh. Wir können sie auf ein Ross packen, dann kann sie allerdings nicht mehr Mauern erklimmen. Allerdings ist sie dann geheilt. Nahkampfabwehr plus 3, Truppen auffüllen, Speermeister, Waffenstärke plus 10% gegen Dunkelelfen, auch sehr gut. Schild von Avalon, Plattenrüstung. Also was sie gebrauchen kann, ist Rüstung. Rüstung hat sie echt nicht viel mit 40, wir können sie damit auf 55 hochbringen, was jetzt auch nicht so viel ist. Und sagen wir es mal so, der tödliche Ansturm ist jetzt auch nicht was, von dem ich sage, yeah, das müssen wir unbedingt halten, unbedingt haben. Aber die zusätzliche Waffenstärke, schon gut. Das nehmen wir. Den nehmen wir mit. Okay, sonst noch irgendwas, was uns gut macht gegen... Plus 2, plus pro Runde. Ja. Okay, wir greifen an und erobern jetzt Tor Anlek. Wir haben ein Belagerungsgerät. Das nächste wird im nächsten Zug fertig. Naja, das wird schon so passen. Let's do it. Wir haben gute Fernkämpfer. Die zerschießen die Gegner, hoffe ich jedenfalls. Ah ja, außerdem sagt ihr, ich soll mehr Einheiten rekrutieren. Prinzipiell sage ich ja. Aber wir haben jetzt leider schon einen Fullstack und können nicht mehr rekrutieren. Und für mehr Armeen haben wir auf dem Schwierigkeitsgrad keine Geldmittel, unglücklicherweise. Töstbrot schreibt, er findet die Hochelfen nicht so schwer. Skaven sind schwerer, weil er mehr drauf achten muss, wegen Nahrung und so ein paar Dinge. Ja, die Skaven-Kampagne läuft ja nebenher mit Tretch Feigschwanz und... Die ist schon herausfordernd.
aber das hindert uns nicht daran, sie trotzdem zu rocken. Wo greifen wir von hier am besten an? Wir sehen überall Türme. Ganz offensichtlich ist der beste Angriffsvektor hier. Hier gibt es nur einen einzigen Turm, der uns beschießen kann. Sehr hübsch, diese Gebäude. Sehr hübsch. Oh, wir haben doch zwei Belagerungstürme. Na also. Ihr lasst sie mal weg. Vielleicht hätten wir ein paar Truppen zusammenlegen sollen. Nun gut, auch egal. Denn die kommen in den einen Belagerungsturm. Ein wirklich kunstvolles Gerät. Und die kommen in den anderen. So. Okay, wie stellen wir uns auf? Die Schwächsten sollen vielleicht nicht unbedingt nach vorne. So. Ihr seid Gruppe 1. Ihr seid Gruppe 3. Eure Aufgabe ist es, den Gegner gnadenlos zu zerschießen. Ihr müsst nichts tun. Du passt auf, dass du nicht getötet wirst. Mit der niedrigen Lebenspunktzahl. Und ihr versteckt euch einfach im Wald, damit euch nichts passiert. Okay. Ich würde sagen, das passt soweit. Los geht's. Los geht's. Was sind Korsaren der schwarzen Arche? Schauen wir, dass wir die so schnell wie möglich zerlegen. Genauso wie die Dunkeldorn hier. Der Rest unserer Einheiten kann gleich vor. So, unsere Prinzessin schießt hier mal auf den gegnerischen General. Und dann heilen wir schon mal hier rein. Gut, gut, gut. Hier wird schon mal gut geschossen. Oh, hier sind Schatten. Die konzentrieren wir uns drauf. Zerlegen sie. Hier achtet niemand auf das Tor, deswegen machen wir es kaputt. Okay. Sehr gut. Schatten sind gleich tot. Nächstes Ziel. Hier haben wir noch ein paar Nahkämpfer, die wir kaputt schießen wollen. Die uns gerade den Rücken zudrehen. Da nützt ihnen ihre Schilder, nichts. Und wir sind oben mit unseren ersten Truppen. Packen wir Heilung rein. Schießen wir auf den gegnerischen General, damit der tot ist. Hier schießen wir auf die Schreckenspeere. Dann sollten wir eigentlich fast schon gewonnen haben. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir hier obwohl, wir können jetzt einfach unserem Gegner in den Rücken fallen. Oh, unser Gegner passt nicht auf. Sein General wird gerade von uns zerschossen. Naja gut, es gibt eigentlich wenig andere Situationen, denen man nicht sagen kann, dass die KI nicht aufpasst, weil die ist so ein bisschen busy deppert. Und da ist er tot. Und das war's. GG. Der ist futsch. Heilen wir unsere Zofe noch ein kleines bisschen. Und ihr hört auf zu schießen. Das bringt uns jetzt nichts mehr. Aber unsere Zofe heilen wir noch so gut es geht. Bevor der Kampf aus ist. Da muss die sich schon nicht mehr so sehr regenerieren. Nach der Schlacht. Magie haben wir wirklich eine ganze Menge. Unsere explodierende Mörderzofe. Klasse. Oh, was ist das denn da hinten? Schreckenspeere laufen da weg. Schnappt sie euch. Schnappt sie euch.
Und letztes Mal. Und okay, das soll jetzt reichen. Weiter geht's. So viel dazu, dass die Belagerung angeblich gleichmäßig ist. Okay, Prinz Todd hat in das Hellebronn-Video geschrieben, Handel ist nicht abhängig davon, ob du Ressourcen gerollt hast, sondern ob eine direkte Verbindung zu deinen potenziellen Handelspartnern besteht. Das ist mit Sicherheit richtig. Na, hier bei den Hochelfen haben wir da ein bisschen weniger Probleme. Für die Scaling-Kampagne sind übrigens auch noch schon einige Videos vorproduziert. Sehr gut, wir kriegen Geld. Und wir kriegen eine Rüstung, Schild des Ptolos. Nahkampfabwehr plus 5 und Geschossresistenz. Das ist, glaube ich, was für unsere Zofe. Ich glaube, die wird so leicht zerschossen. So, ich glaube, die will ich einfach nur besetzen. I am your queen. Führerschaft plus 5 für alle Armeen. Ja, okay, das Schild geben wir auf jeden Fall unsere Zofe. Diesen Schild ist Ptolos. Die braucht den mehr. Weil sie sich eher in den Nahkampf und in Gefährdung begibt. So, zusätzliche Handelsdinger. Okay, Bogenschützen. Bessere Bogenschützen. Das wird sehr gut sein. Mehr Munition kann man da immer gebrauchen und höhere Nachladerate. Blühendes Leben, ist auch eine gute Fähigkeit. Und, Schild von, das sind gute Sachen. Naja, sollen wir 3 Punkte investieren? In Erdenblut, blühendes Leben und Schild von Safray. Wir zaubern ja ziemlich oft. Ja, okay. Das machen wir mal. Okay, und damit gehört Tor Anlek erstmal uns. Und es ist auch eine Hafenstadt. Boah, wir werden hier so viel Geld haben, dass es knallt. Das wird wie in keiner anderen Elfenmission bisher gewesen sein. In keiner anderen Kampagne. Dass ich so wenig Geld sorgen habe. Gut, aber das wollen wir erstmal erreichen. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.